Wow. Untersuche das Robohirn. Schwarmbot. Machen wir. Ih, das ist tatsächlich ein richtiges... Das ist ein richtiges Gehirn. Mechanis-Gerät, Robohirn, Ketten, Schrotpatrone, Terminal, Grafikkarte. Wow. Okay, Mechanist-Gerät. Alles klar. Abgeschlossen. Rede mit Ada. Ada? Hey, wie kann ich dienen? Ada. Haben Sie etwas bei diesem Roboter gefunden? Mhm. Roboter mit einem Gehirn, Blechhaufen, seltsames Gerät, interessante Technologie. Hast du schon einmal so einen Roboter mit einem Gehirn gesehen? Nein. Aber meine alte Karawane hat beim Erkunden von Militäreinrichtungen Aufzeichnungen über solche Roboter gefunden. Laut meinen Datenbanken nennt man sie Robohirne. Sie zielten zu den technisch überlegensten Robotern aller Zeiten, aber das Modell ging nie voll in Produktion. Hm. Ja, er hatte diese interessante Technologie bei sich. Hochinteressant. Sehen wir uns das mal an. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So hat der Mechanist wohl das Robohirn im Auge behalten, das sie zerstört haben. Als nächsten logischen Schritt müssen sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Solider Plan, so gefährlich, hoffentlich ist es sicher. Bist du sicher? Bist du sicher? Obwohl ich nur mit 78,3% Wahrscheinlichkeit recht habe, möchte ich erwähnen, dass das unsere einzige Spur ist. Ich meinte eigentlich damit, dass das für sie sicher ist, aber okay. Hoffen wir mal, dass das Ding sicher ist. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Ah, die haben wir schon. Zum Wohl der maximalen Effizienz sollten wir weiter zusammenbleiben, bis der Radarpeilsender erfolgreich eingebaut wurde. Ja, machen wir. Baue die Roboterwerkbank. Haben wir sogar schon gemacht? Haben wir gemacht. Wir können mit Ada reden. Hey. Ja. Wir können mit ihr reden. Ada. Sind Sie bereit, den Radarpeilsender einzubauen? Muss es unbedingt du sein? Ziehen wir es durch, bringen wir es hinter uns. Scherzen. Muss es unbedingt du sein? Ich könnte ihn einem anderen Roboter einbauen. Mein Speicher enthält mehr relevantes Wissen als der jedes neuen Roboters, den Sie erschaffen. Ich weiß das zu schätzen, aber ich versichere Ihnen, dass ich beim Einbau keinen Schaden davon tragen werde. Also, sind Sie bereit? Zeit für den Eingriff. Achten Sie darauf, dass Sie nichts Wichtiges ausstecken, wenn Sie meine Schaltkreise durchwühlen. Sobald ich in der Roboterwerkbank bin, bauen Sie einfach den Radarpeilsender ein. Ich erledige den Rest. Okay. Abgeschlossen. Und dann bauen wir ihn ein. Oh Mann, das ist es. Okay. Okay, ich krieg hier ziemlich viel Strahlung. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein. Und dazu gehört auch der ganze Kram. Okay. Die Kiste zum Beispiel. Oh ja, sehr schön. Haben wir alles mit. Das ist eine Rüstungswerkbank. Huch. Da liegt noch ein Schraubendreher. Alles klar. Wir nehmen mal erstmal alles mit, was wir sie auf dieser Ebene eben noch mitnehmen können. Was war das? Oh, das war mal Müllbot. So, hier falle ich sonst nur wieder runter. Da auch. Das können wir gleich machen. Gucken wir hier nochmal weiter. Hier zum Beispiel. Alles klar. Sehr gut. Sauberes Rosenmusterkleid. Okay. Kronkorken. Dann haben wir da noch ein Safe. Einsteiger, komm. Das ist ja kein Ding. Ja, dann machen wir das leider mit Marowskis Chemlabor, weil das ist eine Uralt-Quest gewesen, dass wir die alten Sachen endlich mal abarbeiten. Das wollte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon machen. Abgenutztes Klemmbrett, okay.
ist für mich wie fast neu. Oh, der Löscher ist verbogen, verdammt. Aber den Besen und den Metalleimer, definitiv. Da ist noch eine Aludose. Nein, der Löscher. Noch ein abgenutztes Klemmbrett. Ganz viel Aludosen. Ein Maya-Eimer, der Globus, Aktenschrank, ist nichts drin. Da ist oh, 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 ich hab dich gesehen. Ja, ja, ja. Okay. Nein. Das wär's. Nehmen wir alles gerne mit. Das ist noch eine Haarbürste. Zigaretten und noch ein Klemmbrett und dann gehen wir nochmal ganz nach oben. Da können wir noch rein. Okay, da ist aber nichts. Haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Da. Was ist alles abgeschlossen hier? Aber warum waren die hier? Das frage ich mich jetzt gerade. Wenn die vom Mechanist geschickt wurden. Also Buskopf und Wirbelsäule möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Dankeschön. Die können gerne hier bleiben. Ich hab schon. Das ist aber ziemlich radioaktiv hier. Terminal. Ah, in Powerrüstung geht das alles wieder nicht. Toll. Okay, Fortress Eintreffer. Das ergibt keinen Sinn. Ein Treffer. Remember Fortress. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich dachte, die müssten dann untereinander stehen. Aber irgendwie, ich spiele jetzt schon so viele Stunden Fallout und ich komme da nicht hinter, ne? Mutation. Aber Dings ist doch auch drin. Warum? Ah! Wow! Ja, Passwort ist korrekt. Wir können ein Holoband laden. Mehr können wir gar nicht damit machen. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Warum denn entsperren, wenn da nichts drin ist? Ich verstehe es nicht. Ganz, ganz merkwürdig. Ist da ein Fusionskern drin in dem Ding da neben uns? Nein! Oh. Okay. So, jetzt aber. Spielzeugtruck. Nehmen wir mit. So, da geht's nicht weiter. Da ja auch nicht. Da steht noch einer dahinter, aber... Wie komme ich da denn hin? Von unten irgendwie? Das ist da, wo wir schon waren. Ich glaube, das ist einfach alles nur noch Deko. Kann das sein? Tja, ich schätze mal, ne? Na gut, dann lassen wir uns bei ihm hier durchfallen. Denn wir kommen von da nicht hoch. Und da scheint es nicht weiterzugehen. Okay, die haben wir alle ausgeräubert. Dann auf der Ebene hatten wir, glaube ich, auch alles.
heißt, wir können hier unten nochmal eben gucken und dann... Ich kann hier nicht rüber. Doch, jetzt. Irgendwas. Zahnrad. Okay. Da liegt auch noch irgendwas, aber das kann ich nicht nehmen. Halt. Kanister. Das kann ich auch nicht nehmen. Red X. Klebeband. Schutzhelm. Klemmbrett. Raumschlüssel. Ah, hier, komm. Das können wir alles nehmen. Oh, Ada. Komm nicht immer so angeschossen. Die hatte ich schon ausgeräumt. Alles klar. Das nehmen wir alles schön mit. Das war das zugehörige Treppenhaus. Alles klar. Den hatten wir schon, den Schwarmbot. Und hier ist sonst nichts weiter. Dann haben wir hier noch das Restricted Area hier. Da ist noch was drin. Schachtel Zigaretten. Habe ich die Roboter eigentlich alle schon gelootet? Oh. Ja, Stange Zigaretten. Damit können wir die Powerrüstung wieder reparieren. Aber Dance, aber gucken. Die Sachen können wir nicht mitnehmen. Doch, Kühlmittelverschluss. Okay, das ist bestimmt richtig gut. Flansch, auf jeden Fall. Da ist doch noch ein Zahnrad. Hier ist ganz viel. Zahnrad, Flansch. Den hatten wir schon. Noch eine Flansch. Verbindungsstange, da ist noch ein Zahnrad. Hatte ich den schon? Den hatte ich schon. Milchflasche und Ölkanister, okay. Brennstoff und eine Dresse. Ja, zumal wir können dann ja Roboter zusammen basteln. Wir können uns unsere Armee erschaffen. Und dann unterjochen wir das Ödland. Aktenschrank. Nein. Das nehmen wir alles schön mit. Mantids. Okay, im Spind ist immer was drin. Technische Dokumente. Kamera. Das, ja, wir müssen unbedingt nochmal wieder zu der Bruderschaft, um die technischen Dokumente abzugeben. Können wir hier rein? Oh, danke. Ich muss jetzt mal nicht raus. Lalala, Sekretärin, Memos. Erinnerung zu Händen Miss Hayes. Mit Einführung des neuen Miss Nanny-Modells werden Kunden versuchen, defekte Einheiten zur Reparatur in die Fabrik zu bringen. Weisen Sie in solchen Fällen bitte den Kunden höflich darauf hin, dass gemäß unseres Garantieprogramms defekte Einheiten vor der Reparatur erst die vorgeschriebenen Kanäle durchlaufen müssen. Auch wenn dies die Kunden frustriert, sollten Sie sie darauf hinweisen, dass Kundenzufriedenheit das oberste Ziel von General Atomics ist. Nutzen Sie diese Gelegenheit außerdem, Sie auf unseren neuen Qualitätssicherungsflügel hinzuweisen, der die Menge der defekten Einheiten minimiert, die unser Haus überhaupt erst verlassen. Als Empfangsmitarbeiter sind Sie das erste Gesicht, das unsere Kunden sehen. Sorgen Sie dafür, dass es ein freundliches ist. Kaffeewünsche. Ich notiere mir das mal, damit ich es beim nächsten Mal nicht verbocke. Mr. Kincaid, Cappuccino, extra Schaum, kein Zucker. Mr. Smith, Latte, fettreduzierte Milch, 3 Löffel Zucker. Mr. Nook, schwarzer Kaffee, kein Zucker, keine Milch. Mrs. Calhoun, Kaffee mit 2 Portionen Kaffeesahne, 1 Päckchen Zucker. Im Empfang habe ich auch mal gearbeitet. So, da hinten war jetzt aber noch die Tür, durch die ich noch gehen möchte. Hier drin. Superkleber, sehr gut. Eine Glühbirne, großartig. Kaffeekanne. Hier können wir sonst nicht rein. Da anscheinend auch nicht. Schade. Alles klar.
Oh ja. Und den Eimer bitte mitnehmen. Warte mal, wo waren das jetzt? Wo war denn bitte schön? Da war es. Alles klar, jetzt bin ich mal gespannt. Restricted Area. Terminal der Abteilung Qualitätssicherung. Okay. Sicherheitstürsteuerung. Max Lock verriegelt. Tür öffnen. Hallo, Einheit 761. Willkommen in der Abteilung für Qualitätssicherung. Wir stellen sicher, dass Sie gemäß unserer hohen Standards funktionieren. Wir müssen ein paar Tests durchführen, bevor Sie Ihre Pflegetätigkeit wieder aufnehmen. Gehen Sie jetzt bitte in die erste Testkammer. Okay. Zuerst testen wir Ihre erzieherischen und verhaltensbeeinflussenden Fähigkeiten. Ein Kollege spielt Ihren hypothetischen Schützling, den kleinen Timmy. Den kleinen Timmy? Der kleine Timmy hat beim Fangenspielen eine wertvolle Vase zerbrochen. Oh. Die Vase war ein unersetzliches Familienerbstück. Oh. Bitte bestrafen Sie das Kind entsprechend. Bestrafen Sie das Kind. Das ist Timmy? Die kostbare Vase. Wie war denn das nochmal? Das Kind braucht Strafe. Ah! Strafe? Achso, kein Essen. Kein Trinken. Nicht mehr rauchen. Bitte bestrafen Sie Timmy. Ich nehme ihm all seine Sachen weg. Bestrafen Sie das Kind. Ich nehme ihm alles weg, was er hat. Mach das Radio. Fantastisch. Die angemessene Strafe war die Trennung des Kindes von potenziellen Unterhaltungsmitteln. Ah. Und nicht vergessen, körperliche Züchtigung ist streng verboten. Was? Solange der Nutzer diese nicht in ihrer Konfiguration aktiviert. Gehen Sie bitte in die zweite Testkammer. Alles klar. Okay, böser Timmy. In die zweite Testkammer. Gut, dann machen wir das mal. Ich habe, glaube ich, alles mitgenommen. Die zweite Testkammer ist da. Ist sie das hier? Ist das die zweite? Miss Nanny-Einheit muss die Bedürfnisse ihrer Schützlinge erkennen. Mhm. Bitte bewerten Sie den Zustand des weinenden Kindes und erfüllen Sie seine Bedürfnisse. Was? Füllen Sie seine... Die Flasche? Ihm die Flasche geben? Testbaby. Transfer. Warte mal. Oh Gott, die finde ich nie wieder. Was war denn das? Gold. Er kriegt Gold von mir. Oder ein Comic. Damit ist er sofort ruhig. Ein Bier? Hey, Schatz, nein. Ist das Schrott? Die große Babyflasche? Richtig. Das Kind hatte Hunger. Ihre Tonfallanalyse scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Hunger. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sicherzustellen, dass keine veralteten Schalldämpfungsprozeduren in Ihrer Programmierung verbleiben. Gehen Sie jetzt bitte in die dritte Testkammer. Anna. Mache ich gleich. Hier wurden also die Miss Nanny-Roboter ausgebildet, okay? Aber warum hat die einen französischen Akzent? Warum dieser französische Akzent? Komm, Baby. Ach, ich kann das Testbaby nicht mitnehmen, verdammt. Okay, die dritte Kammer. Die dritte Kammer ist das hier? Ein Kitty Buttercup. Wir testen jetzt Ihre Gefahrenerkennungsmatrizen. Ja, Matrizen. Richten Sie diese Umgebung kindersicher ein, indem Sie gefährliche Objekte dorthin bewegen, wo kleine Hände Sie nicht erreichen. Entfernen Sie bitte gefährliche Objekte. Gefährliche Objekte. Die Gabel? Auf dem Boden, wo kleine Hände Sie nicht erreichen. Der hässliche Mondaffe. Ich entferne einfach alles.
Abraxo Putzmittel. Hässlicher Mondaffel. Gruselig. Trinkglas. Teller. Untersetzer, Teetasse, Kartoffelchips. Entfernen Sie Gegenstände, die zu Verletzungen führen können. Na, alles am besten. Ofenhandschuhe. Nee, sitzen möchte ich nicht. Schraubenschlüssel. Entfernen Sie Gegenstände, die zu Verletzungen führen können. Ich will die Erfahrungspunkte haben. Man kriegt hier richtig viel EP für. Kühlschrank öffnen. Oh, eine Machete. Ausgezeichnet. Alle potenziell gefährlichen Objekte befinden sich außerhalb der Reichweite des Kindes. Kinder haben einen Hang dazu, Möglichkeiten zur Selbstverletzung zu finden. Sie sind nie wirklich sicher. Absoluter Fleiß ist erforderlich. Glückwunsch! Anscheinend sind Sie voll funktionsfähig und bereit für die Rückkehr in den Dienst. Yippie! Nehmen Sie sich bitte beim Rausgehen einen Ersatzfusionskern aus dem Set. Ja! Ja! Ja, 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 ja! Ein? Ich nehme alle. Da kannst du aber drauf wetten. Ich nehme alle. Das war ja cool. Also fand ich richtig gut. Mal wieder was komplett anderes. Ach, ich liebe es. Gut, das Testbaby können wir ja leider nicht mitnehmen. Terminal der Abteilung, das nutzen wir eben nochmal, machen die Tür eben auf. Sicherheitstürsteuerung öffnen und raus. So, ach, hier sind wir jetzt. Gut, die Klos haben wir noch nicht durchgeguckt, das können wir mal eben machen. Entschuldigung, die Störung. Das Med-Ex brauchst du nicht mehr. Ist nicht gut für dich. Seife nehmen. Kombi-Schraubenschlüssel, Boston. Drehstabkopf. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ja, ja, das machen wir schon noch. Du wirst aufgepimpt, Ada. Du wirst richtig aufgepimpt. Ein Pöppel und eine Bierflasche. Noch eine Bierflasche, schön gekühlt aus dem Pissoir. Mm. So, Buff-Out und Kohle. Nehmen wir auch gerne mit. Das heißt, wir können... General Atomics ist abgeschlossen, ne? Die Map sagt gar nichts dazu, aber ich denke mal, wir haben es abgeschlossen, oder? Gut, dann gehen wir wieder raus und dann jetzt aber endlich zu dieser Chem-Fabrik, damit wir das endlich abschließen können. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Oh Gott, die Bruderschaft. Oh, hier. Stürzt einer ab? Kann ich was mitnehmen? Mann, Nina. Auf wen schießen die? Ach, auf die Supermutanten. Wer? Wer ist verschwunden und nicht vergessen? Das ist ein Selbstmörder! Ich hätte ihn stoppen sollen. Ach, Ada, die hält das schon aus. Nicht Ada? Ältesten Nächsten, alles klar. Hm. Wo ist er denn? Die hat eine Powerrüstung. Was hast du für eine Powerrüstung? Will ich die haben, die Teile? Boah, das ist so tolerant. Lasst niemanden am Leben. Okay, pass auf. Die stürzen ab. Wow. Das war so klar.
Herr Schawitzki, Entschuldigung. Oh. Oder ist er schon? Fliegt er nochmal in die Luft? Und es hat nichts gebracht, ne? Doch, der fliegt doch noch in die Luft, siehst du? Ach, Ghule sind auch noch da.